Willkommen bei sozialen fachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema Schulassistenz. Schulassistenz beinhaltet die Schulbegleiter, Schulassistenten, Schulhelfer, Integrationshelfer. Und wann bekommt man eine Schulassistenz? Bei Förderschwung wie Lernen, Geistig, Motorik, Emotional, Sehen und so weiter. Bei den Diagnosen ADHS, FAS, Autismus, Diabetes, Epilepsie, Down-Syndrom. Ist das meistverbreiteste, wenn man eine Schulassistenz bekommt. Zur Qualifikation selber hier unten gibt es keine klaren Richtlinien und auch keine, ja, es ist nicht klar festgeschrieben, was man dazu braucht. Es wäre aber immer sinnvoll, wenn medizinische Fachkräfte, Erzieher oder soziale Vorkenntnisse da sind, denn diese werden oft bevorzugt und wären auch sinnvoll für diesen Bereich. Denn man muss auch sehr viel sehr einfühlsam sein bei den Kindern und Jugendlichen. Die Antragstellung läuft über Paragraph 54 SGB 7 oder Paragraph 35 SGB 8. Je nach Bundesland kümmert sich die Schule über das Schulamt drum oder die Eltern über das Sozialamt oder Jugendamt. Es läuft über die Eingliederungsverordnung und da entsteht meistens eine Schulhelferkonferenz, wo nochmal klar definiert ist, ob ja oder nein. Die Aufgabenfelder sind die Orientierungshilfe, Hilfe zur Ordnung, Organisation und so weiter, Hilfe bei der Schaffung von Strukturen, also Erlernung von Arbeitsabläufen, Schutz, kann auch Schutz vor Mobbing sein, Schutz vor Eigengefährdung, Weglauf, Tendenzen, Coach beim sozialen Lernen, also Unterstützung schulischer Aufgaben. Und Hilfe bei Krisensituationen. Und das Arbeitsfeld ist Mobilität und Orientierung. Erstmal auf Vordermann bringen. Man mobilisiert, motiviert, versucht Selbstbewusstsein zu erlernen. Unterstützt bei der Hygiene gegebenenfalls. Also gehört auch die Pflege mit dazu ins Arbeitsfeld. Je nach Patienten, Klienten, Kind, Jugendlichen. Unterstützt bei schulischen Aufgaben und beim Schulalltag und Hilfe in medizinischen Bereichen, ganz besonders hier bei Diabetes, aber auch bei Epilepsie-Medikamenten. Assistenz und Beaufsichtigung gehören auch zum Arbeitsfeld dazu. Schulassistenz ist beinhaltet mehr, als man manchmal denkt und ist sehr weit verbreitet heute in den Schulen. Weniger als in den 90er Jahren, da war der Schulhelfer eher noch relativ unbekannt. Es gab ihn schon, aber noch unbekannt, weil die Schulen damals noch nicht in die Integration großartig eingeführt wurden, so wie heute. Dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.